Ein Aussetzer von Augsburgs Torwart Fabian Giefer hat Werder Bremen zum Sprung in die Bundesliga-Spitzengruppe verholfen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gewann bei den Schwaben dank eines kapitalen Fehlers des Schlussmanns mit 3:2, 2:1, nachdem Werder zwischenzeitlich eine 2:0-Führung verspielt hatte. Die Grün-Weißen sind damit erstmals seit der Saison 2005/06 nach 4 Spielen noch ungeschlagen. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Binnen 120 Sekunden trafen zunächst Maximala Kruse, 34. und U21-Nationalspieler Maximilian Eppelstein, 36. für Werder. Die bis dahin schon stärkeren Augsburger verkürzten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff durch Yahyaoku, 45. 3:1:2 und egalisierten kurz nach Wiederbeginn durch Philipp Maximalen, 47. Dann aber ließ Giefer eine Flanke von Kruse durch die Beine rutschen und Davy Klaassen, 75. schob ein. In der 88. Minute hatte Augsburgs Michael Gregoritsch mit einem Kopfball an den Pfosten Pech. Ausgeglichener Beginn zwischen Augsburg und Bremen. Nach einem recht ausgeglichenen Beginn hatte der FCA drei Tage von dem ungleichen Duell beim FC Bayern die deutlich besseren Offensivaktionen. Rani Khedira, 16. und Michael Gregoritsch, 19. verzogen knapp. Der Österreicher verpasste zudem eine Flanke von Maximalem, 9. und scheiterte mit einem Freistoß an Werder-Torhüter Jiří Pavlenka, 22. Die Bremer blieben spielerisch erst einmal vieles schuldig. Neuzugang Klaassen war ebenso wenig ins Kombinationsspiel eingebunden, wie Kruse oder Altmeister Claudio Pizarro im Sturmzentrum. Der Peruaner erhielt 1,5 Wochen vor seinem 40. Geburtstag für den erkrankten Yuya Osako, Magen-Darm-Infekt, seinen ersten Startelf-Einsatz dieser Saison und hatte zwei gute Gelegenheiten, 28. 54. Das bestimmende Team war dennoch weitgehend der FCA, dessen Coach Manuel Baum im Vergleich zur Vorwoche den lange verletzten Außenverteidiger Raphael Framberger für Jonathan Schmidt brachte. Im Mittelfeld bemühte sich wie gewohnt Kapitän Daniel Bayer um Ordnung, der sein 300. Pflichtspiel für Augsburg und zugleich sein 250. Bundesligaspiel absolvierte. Bremen mit 2 Toren aus dem Nichts. Die Grün-Weißen schlugen aber wie aus heiterem Himmel zweimal zu. Erst bediente Florian Kainz den völlig freistehenden Kruse, der Pomp einköpfte, dann nutzte Eppelstein seinen Freiraum zu einem platzierten Distanzschuss nach einer vorangegangenen Kombination über Kainz und Pizarro. Augsburg, das gegen keinen Bundesligisten so oft gewonnen hat wie gegen die Hanseaten, kam aber zurück, als die Bremer gedanklich schon in der Pause waren und Kuh eine Vorarbeit des eingewechselten Kai Jubi sehenswert vollendete. Den Schwung des Tores nahmen die Schwaben mit in den zweiten Abschnitt, während Werder wieder passiver agierte. Punkt. Q53. 62. hatte zweimal das 3:2 auf dem Fuß, bevor Giefer schwer patzte.